Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Video von Spyro the Dragon. Wir gehen direkt in das nächste Level. Schwebendes Schloss. Das letzte war ja nun wieder ein bisschen entspannter. Das dunkle Labyrinth, schwebendes Schloss. Klingt simpel, wird wahrscheinlich sehr anstrengend werden. Es bleibt abzuwarten. Viel fehlt allerdings nicht mehr von dem Spiel. Ich habe das Gefühl, bis Nasty Nog kommt, dauert nicht mehr lange. Wir haben auch 9300 Edelsteine. Ich könnte mir vorstellen, dass 10.000 eine sehr schöne Zahl ist, um das Ganze zu vervollständigen. Ein bisschen dicke Vögel. Ich weiß halt nicht, was die Vögel machen. Können die irgendwie spucken oder so? Okay, dann muss ich hier einmal hoch. Kuckuck! Oh. Weg mit dir. Was macht ihr Vögel? Okay, die beißen nur. Alles gut. Dann sind die nicht anstrengend. Aber schon wieder die kleinen Teufelchen. Und es geht wohl darum, Feen zu befreien. Eine haben wir hier drüben schon mal. Was macht die denn Schönes für uns? Nichts. Okay, sie ist einfach nur da. Vielleicht braucht sie noch eine Freundin. Oder zwei, glaube ich eher. Nämlich einmal diese. War was? Oh, jetzt sind wir wieder hier. Tschüss. Okay, sammeln wir noch ein paar von den Kugeln. Eine noch, dann habe ich auch wieder ein neues Leben. Dann bin ich bei 54. So. Neues Leben haben wir. So, und jetzt richtig timen oder dran vorbeifliegen ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Ja. Wiedersehen. Und die lassen jetzt einen Strudel entstehen. Sehr schön. Und der erste Drache in diesem Level ist Mudada. Die Feen sind immer auf deiner Seite, Spyro. Ah. Sehr schön. Die Feen und die Drachen arbeiten immer zusammen. Damit wollte er mir gerade sagen, es gibt keine bösen Feen. Der Ansicht bin ich zwar nicht. Aber wenn er das sagt, dann wird da schon was Wahres dran sein. Ey. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich zuerst langlaufen soll. Das ist ein bisschen doof. Ist noch ein Strudel drin. Wir gehen erstmal dran vorbei. Warum auch immer die da oben abhängen, die können mir ja gar nichts. Jetzt können sie mal was. Okay, ich habe die drei schon mal befreit. Aber den einen muss ich mir noch holen. Den einen Gegner. Das ist nämlich wichtig. Und jetzt haben wir hier einen neuen Strudel. Und kriegen den Drachen in der Mitte vom Turm. Plus einen Schlüssel.
Sehr schön. Und wir haben Useni. Ah, Spyro, danke. Mit der Superladung erreichst du auch hier im schwebenden Schloss neue Orte. Probier es aus. Och nee. Warum ist das hier so das Hauptgimmick? Mit diesem Superrennen irgendwie überall hin zu müssen. Wahrscheinlich muss ich damit noch wesentlich weiter. Ich glaube nicht, dass das alles war. Aber ich erkundschafte jetzt erstmal diese Gegend hier drüben noch. Da haben wir gleich auch noch einen Drachen. Ja, da muss ich springen, wenn er unten ist. Wiedersehen. Okay, an die Fee weiß ich noch nicht, wie ich da rankomme. Ah, okay, ich glaube, ich habe eine Ahnung. So, Drache, wer bist du? Baruti. Danke, dass du mich befreit hast. Gerne. Alle Drachen gefunden. Wiedersehen. Okay. Was macht der? Wo bringt er mich hin? Hier hin, das ist gut. Genau hier wollte ich nämlich auch erstmal hin. Haben wir die. Und wo bringt mich der andere Strudel hin? Echt jetzt? Da kann man doch so rüberspringen. Naja. Und dieser bringt mich nach da drüben. Das hier ist bis jetzt viel mehr ein Labyrinth als das dunkle Labyrinth. Also da waren die Level von Spyro 2 und 3 doch wesentlich einfacher aufgebaut. Huch. Ey, Sparks, spielst du nicht mehr mit? Toll. Wiedersehen. Okay, einmal da noch rüber. So, und wenn ich jetzt gleich 100% des Levels abgeschlossen habe, dann wäre das echt ein richtiges Highlight. Natürlich nicht. Ach, wir haben auch den Schlüssel noch nicht benutzt. Ah, hier unten war ich noch nicht. Klar. Das stimmt auf jeden Fall. Hier bin ich noch nicht gewesen. Und noch ein Leben. 56. Noch ein Leben. 57. Hier kommt der Schlüssel rein. Oh ja. 100% des Levels abgeschlossen. Sehr geil. Das war richtig gut. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, das wird komplizierter aufgrund des Aufbaus von diesem Level.
Das ist nämlich nicht gerade simpel aufgebaut. Und dann der Supersprint noch. Der hat mich glauben lassen, das wäre wesentlich kniffliger, die ganze Situation hier. Aber so ging das ja noch. War ja alles human. Endlich mal wieder ein entspanntes Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch vielleicht auch weiter, wenn ihr bei irgendeinem Level nicht wisst, wie geht es hier eigentlich? Was muss ich machen? Dafür sind meine Videos vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon den einen oder anderen Kommentar von jemandem bekommen, der sagte, ohne dein Video hätte ich das jetzt nicht gefunden. Ich weiß, es gibt auch andere Leute, die machen so eine Videos, aber guckt euch gerne meine an. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Und ich habe auch gesehen, es sind sehr viele Leute, die meine Videos schauen und noch nicht abonniert haben. Wenn ihr diese Videos gerne guckt und häufiger guckt, lasst gerne mal ein Abo da. Das hilft mir auf jeden Fall ordentlich weiter. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.